Walleröder Oberlappe, liebe Nochbischlied, liebe Gäste aus nah und fern, liebe Freunde vom Musikverein Erfurtshausen. Euch allen sei ein herzliches Hallo, ein herzliches Willkommen gesagt heute zu dieser sehr, sehr ungewöhnlichen, erstmals aus dem Boden gestampften Veranstaltung, die wir jetzt als Platzkonzert bezeichnet haben, mit der wir sozusagen mit dieser Bezeichnung auch in den heutigen Nachmittag reingehen wollen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr alle unserer Einladung gefolgt seid. Die Intention, die Absicht, die hinter der ganzen Geschichte steht, ist relativ einfach zu erklären. Ihr alle wisst, was in den letzten ein, drei Vierteljahren für eine äußerst bescheidene Zeit hinter uns liegt. Und leider ist auch nur so ganz durch. Aber wir haben gesagt, dass irgendwann ein deutliches und in dem Fall ein musikalisches Zeichen gesetzt werden muss, um zu sagen, jawohl, wir seien da und es geht uns noch und das Virus macht uns mal kreuzweise. Dennoch gibt es natürlich die eine oder andere Geschichte, die auch heute irgendwie dann eine Rolle spielt, unter anderem die Tatsache, dass wir ins enge, freiem Himmel sozusagen hier versammelt haben. Aber ihr wisst, der Petrus war schon seit 22 Jahren dicke Backe-Fan, spielt auch Heidwirre mit. Wir haben wirklich herrliches, goldenes Oktoberwetter, wie es schöner fast nicht sein könnte. Natürlich ist es ein wenig kalt, aber es geht ja warme Kaffee und wenn man drei, vier von denen kalte getrunken hat, geht es möglicherweise auch warm. Das wird sich wie es. Also ihr habt da Möglichkeiten. Außerdem habe ich schon gemerkt, wenn man in der Sonne sitzt, ist es schon richtig angenehm. Es blendet zwar ein wenig, aber da müssen wir dann durch. Nochmals vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da seid. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß mit unserer musikalischen Kombination aus den Freunden vom Musikverein Erfurtshausen. Mal ein herzliches Applaus, herzliches Willkommen unseren Freunden aus Erfurtshausen. Anne Schöner wieder, Anne. Paul Maitroppe. Aber geht aber auch, Magi. So. Seit 22,5 Jahren gibt es jetzt unsere Original-Walleröder Dicke Backe-Kapelle und mein Name ist Thomas Kasper. Ich bin tatsächlich von der allerersten Stunde, von der allerersten Probe, damals am 18. April 99, live und in Farbe immer mit von der Partie. Bin auch tatsächlich von Anfang an erster Vorsitzender und klar, so ein Musikverein in einem demografisch strukturierten Land wie dem Vogelsbergkreis, der unterliegt immer den Höhen und Tiefen, aber gerade nach den zurückliegenden anderthalb Jahren war es uns wichtig, jetzt ein musikalisches Zeichen zu setzen und eine Höhe sozusagen herbeizuspielen. Und das ist uns, wie ich finde, gerade heute am Nachmittag sehr, sehr gelungen nach den ersten Rückmeldungen. Und das haben wir natürlich auch in allererster Linie der super Kooperation mit unseren Freunden vom Musikverein Erfurtshausen zu verdanken. Tja. Er ist von Erfurtshausen. Ich bin von Erfurtshausen, Bertram Riehl. Noch nicht allzu lange der neue Vorstand von diesem Verein. 34 Jahre gibt es uns, auch seit erster Sekunde dabei, meine Person. Aber eben das Vorstandsamt noch nicht so lange begleitet. Deswegen war ich ganz froh, dass wir bei der Kooperation uns ein bisschen auch an Thomas verlassen konnten. Er ist auf seine Mist gewachsen, er hat es ins Leben gerufen. Wir waren dankbar, wir sind, glaube ich, seit vielen Jahren befreundet. Und wir waren so froh, dass wir uns nach dieser lausigen Zeit, anders kann man es ja nicht nennen, wieder die Möglichkeit hatten aufzutreten und das gemeinsam mit den Walleröder. Es war ein tolles Erlebnis, hat riesen Spaß gemacht und ich hoffe, wir können das wieder wiederholen. Wie viele Musiker sind es denn bei beiden zusammen? Das müsste man jetzt errechnen, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, als wir das Heimspiel hatten, waren wir ein wenig besser besetzt mit unseren, glaube ich, mittlerweile leider nur noch 17 Musikern. Mehr sind wir im Moment nicht mehr. Wir haben ein paar Corona-Opfer. Nicht im wahren Sinne, sondern eigentlich in dem übertragenen. Wir müssen uns wieder ein bisschen neu aufstellen und deswegen waren wir auch so dankbar, dass das ist. Ich weiß gar nicht, Thomas, was ihr dabei gestellt habt in letzter Zeit. Habt ihr einen neuen Dirigent? Genau, wir haben einen neuen Dirigenten, der Janne schon seit 5 Jahren als Aktiver bei uns dabei, kommt aus dem schönen fränkischen Wildflecken, ist aber der Liebe wegen vor 5-6 Jahren nach Herbststein-Stockhausen gekommen und mit Beginn der Corona-Pandemie, wo es dann immer eine gewisse Fluktuation gibt, da gab es dann tatsächlich auch eben den Stabwechsel bei uns in der musikalischen Leitung und hier in Walenroth bei einem
öffentlichen Auftritt ist das heute tatsächlich die Premiere vom Jan gewesen. Und wie ich vorhin schon mal gegenüber dem Publikum sagte, der Jan hat wirklich beim Nordbayerischen Musikverband so ziemlich alles, was man in Sachen Leistungsabzeichen erwerben können, erworben. Ist eine absolute Granate auf der Tuba, spielt aber auch alle anderen Blechblasinstrumente. Und wir sind wirklich sehr, sehr froh und äußerst dankbar, dass er bei uns jetzt die Stabführung übernommen hat. Habt ihr Nachwuchsprobleme? Ich sag mal so, mehr geht immer. Wir würden uns immer freuen über den einen oder anderen, der auch ein Blechblasinstrument erlernen möchte. Ganz einfach aus dem Grund, ich habe es eben schon mal gesagt, der Vogelsbergkreis ist leider dem demografischen Wandel sehr, sehr unterliegend. Wir haben es vor 2,5 Jahren, als wir unser 20-Jähriges hatten, mal eruiert. Wir kommen auf 57 Leute, die bei uns mal ein Instrument gelernt haben und nicht mehr da sind, weil sie des Berufs wegen, der Karriere wegen, aus verschiedenen Gründen, möglicherweise auch der Lieben wegen, den Vogelsberg haben verlassen müssen. Das ist eben so eine Geschichte, darunter leidet man schon. Und insofern, klar, freuen wir uns über jeden, der bei uns ein Instrument erlernen möchte oder, wenn er schon gestandener Musiker ist, der bei uns in die Reihen dazukommt. Wir haben einige Musikanten in Ausbildung, das macht in allererster Linie auch federführender Jan Martin, unser Stableiter. Aber wie gesagt, mehr geht immer. Freuen wir uns. Und wie ist das bei euch? Uns sieht es eigentlich ähnlich aus. Auch gerade durch Corona haben wir den ein oder anderen Jugendlichen auch verloren. Auch durch die Liebe wegen, aber eben hauptsächlich durch Corona, die jetzt den Sprung nicht mehr schaffen. Auch wir haben Kinder in Ausbildung, natürlich. Wir haben das große Glück, dass wir noch einen ehemaligen Profi als Ausbilder haben, der war jahrelang beim Musikchor tätig war. Also wenn man bei uns lernen will und gut lernen will, ist man herzlich willkommen. Die Qualität wäre da. Allerdings haben wir so ein bisschen das Problem, dass die Leute den Sprung zu uns schaffen, das muss man sagen. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Wir waren schon öfters totgesagt und sind immer noch hier und das freut uns sehr. Wie seid ihr denn zufrieden mit dem heutigen ersten Mal, ne? Kalle, die Frage müsste ich ja fast dich sozusagen als einen, der im Publikum gewesen ist, zurückgeben. Also es ist nicht das erste Mal. Wie gesagt, vor 4-5 Wochen haben wir in Erfurtshausen schon gemeinsam einen Platz von herzugeben. Das war richtig klasse, das hat einen Heiden Spaß gemacht. Vor allen Dingen war auch die dritte Halbzeit, wie man beim Fußball sagen würde, eine richtig tolle. Auf die freuen wir uns heute ehrlich gesagt auch schon wieder. Aber das, was jetzt sozusagen das Platzkonzert als solches anbelangt, um auf deine Frage zurückzukommen, lieber Kalle, das Platzkonzert war toll. Wir waren komplett überwältigt von der Menge an Publikum, von der Menge unserer Freunde und Fans, die den Weg heute hierher gefunden haben. Natürlich spielt uns das goldene Oktoberwetter sehr, sehr in die Karten, aber dennoch so mit so einem Ansturm sozusagen hätten wir nicht gerechnet und das freut uns sehr. Wir waren zwischenzeitlich relativ früh schon mal, was die Getränke anbelangt, ausverkauft, haben aber Gott sei Dank nachgeholt und insofern, ja, ein wunderschöner, runder Tag. Man kann es nicht anders sagen. Thank you.